Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe die Idiotenmütze auf, das heißt, wir sind heute hier am Strand. Wir wollten eigentlich zur Bammelecke, aber da müssen wir noch 9 Minuten weiter in die Richtung laufen. Und hier ist auch eine schöne Ecke, deswegen sparen wir uns den Weg. Wir sind sehr gut drauf. Und da hinten ist... Da kommt sie wieder raus. Da läuft ein Hund. Ein Polarwolf. Ja. Ja. Wo sind wir denn hier jetzt? Also... wir sind ganz nah dran an der Bammelecke. Also wir laufen jetzt nicht weiter. Wir chillen hier unser Leben. Weil da vorne ist das offizielle Strandbad Grünau. Die Leute haben alle Eintritt bezahlt, ja. Und diese Bammelecke ist gratis. Also die Original-Bammelecke ist dort an der Spitze. Also wir haben jetzt noch mal kurz besprochen, ob wir wirklich hier bleiben wollen und faule Schweine sind. Ja, wir möchten hier bleiben. Wir sagen gleich, also heute kommt ein Überraschungsbadegast. Genau, es kommt eine nette Freundin vorbei. Und die spart sich auch ein bisschen Weg. Ja, aber wir einfach hier bleiben, das ist gut. Ich finde das in Ordnung. Und außer, guck mal, da ganz hinten, da sieht man den Mond. Und da kommt die Straßenbahn. Da kommt die Straßenbahn! Ich glaube, das ist nach Alt-Schmöckwitz. Alt-Schmöckwitz. Aber vielleicht ist es ja nur eine Station vom Parkplatz bis zur Bammelecke. Das weiß ich nicht, das müsste man nachgucken. Ich kann das Wir sind jetzt hier. Uwe kann so schnell sein Zelt aufbauen. Ja, also wir bauen jetzt auch unsere Sachen auf und nehmen massiv viel Platz ein. Genau, das ist unser Gebiet jetzt hier. Das ist unser Gebiet. Jetzt sind wir hier. Also, ich finde das hier ganz schön, muss ich sagen. Das ist unsere Ecke. Dann haben wir hier eine Decke. Das ist unseres, das haben wir da reingepackt. Wo kommt? Wie kommt? Die Aloe Vera. Das lag auf dem Schatz, das lag auf dem Sitz. Das lag auf dem Sitz, wo Uwe einsteigen wollte. Nein, das lag auf dem Sitz, wo Uwe sich hinterzog. Ich hatte gestern einen Sonnenbrand mit zugezogen auf dem Schulter. Sehr gut, ja. Gestern war es knallrot. Ja, war dunkelrot gewesen, ja. So, das ist jetzt, Schatz, das Ding muss ich für dich aufblasen, ja? Ja, blase bitte. Er hat blasen gesagt. Wir geben mal in die Luft rein, das muss man so zusammendrücken. Das ist so sicher. Sicherheitsventil. Ja, das war das gesagt. Wir haben zu Hause eine Schildkröte. Zack, wäre das Ding aufgepustet. Ja, aber der hätte die ja auch noch tragen müssen. Ach, ist ja nicht schwer. Aber ich finde den cool und dieser Blank. So. Also. Ich würde sagen, ich bin gleich die Erste im Wasser. Ich muss mich nur noch ausziehen, aber es ist abschüssig hier. Ja, du bist sowieso. Das ist so eine hohe Luftfeuchtigkeit, ne? Oh, sag, du kannst so gut blasen. Wirklich. Du hast echt Talent. Wo hast du das geübt? Ja, auch. Wo hast du das gelernt? Ja, also wer sich an unser letztes Badeseen-Video erinnern kann, die Frau da und der Mann, die haben meinen Sitz kaputt gemacht. Nein, Frau da und der Mann. Das war der weiße Hai. Nein, das war der weiße Hai von Tegra Seehagen, auch in Erinnerung. Bobby Dick. Die Frau und der Mann können da gar nichts für. Das war der weiße Hai. Ja. Die Frau und der Mann waren schuld und ich habe mir was Neues gekauft. Und wir müssen das natürlich austesten. Aber erstmal müssen wir hier dieses Wasser austesten. Und die Enten sagen, das ist Stiftung Warentest okay. Es ist Stiftung Ententest. Ja, aber Schatz, da ist noch nicht die Klappe drauf, dass es wasserdicht ist. Du willst nur nicht, dass ich die Erste bin. Ich möchte nicht, dass die GoPro kaputt geht. Oh nein, das sind drei Dinger zum Aufpusten. Ja. Oh nein. Das habe ich mit Absicht gemacht, damit du dich ärgerst. Die machen sich nackig. Könnt ihr ein bisschen die Hüften schwingen dabei? Man singt hier ein. Das Wasser riecht ein bisschen streng. Das Ende des Sommers naht. Wir haben hier immer mehr Algen drin.
das trübt das Badevergnügen auf jeden Fall. Wir haben da das Strandbad, wie gesagt, und wir haben hier, wenn man hier reinläuft, überall so kleine Mini-Ecken. Das ist sehr, sehr schön gemacht und wenn man sich nur abkühlen möchte, reicht das hier aus. Ich verfolge irgendeine Fliege. Ja, das Wasser ist so mediwarm, das ist ganz angenehm eigentlich. Es war ja auch die letzten Tage ultra warm und die Aussicht ist heute herrlich perfekt. Und das ist jetzt der lange See, wo wir dran sind hier. Wie bitte? Fische. Das ist doch cool. Was, hier sind Fische? Oh. Oder dabei ist es doch unser Lebensraum hier. Ja. Denn sind die von Tee hierher geschwommen. Kann ich. Kann ich die Idiotenmütze aufsetzen? Kein Unterschied zu sonst. Hast du wieder Idiotenmütze? Ja. Du bist artige Ehefrau. Mua. Warst du so eine Hochöffnung zu Hause nicht zurechtweise? Keine falschen Versprechungen. Nee, darf ich nicht haben. So. Ja. So, wer hat schon alles ins Wasser gepinkelt? Ich nicht. Du warst als Erste. Nee, ich auch nicht. Dann sind wir heute immer zuerst geniebelt. Deswegen ist der See so warm. Ich hab noch nicht reingepinkelt. Hast du die angeschaltet, die Kamera schon? Die läuft, die Kamera. Ach du großer Gott, ich stehe hier wie so ein Depp und guck an die Röhre. Ja, vor allen Dingen lässt du dich von deiner Frau bedienen. Naja, du hast doch hier dieses... Kannst du mit diesem Schwimmdings jetzt schwimmen? Ja, ich muss erst untertauchen. Ja, warten Sie mal. Aber ich weiß, erst ist drin, das haben die Leute schon gesehen. Ich habe das nicht später aufgenommen und an Anfang dran geschnitten. Das ist korrekt. Die Idiotenmütze sitzt am Platz. Beim Idiotenkopf? Ich muss noch ein Idiotenbändchen dran nähen, was du denn schön mit so einer XXL-Schleife unter Brust befestigen kannst. Was ist denn dein Telefonname? Weiß ich nicht. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po und Ozog. Und Ozog, genau, natürlich. Wenn schon, dann schon bin ich der Po-Sog dann. Nee, Po gibt's ja schon. Ach so. Tinky. Tinky Winky steckt sein Dipsy in Lalas Po. So geht es. Das ist aber nicht Susi, wolltest du die Luft rauslassen? Ja, wollte sie. Doch wollte sie. Nein, ich wollte doch einfach deinen Kopfteil richten. Nee, nee, nee. Doch, wollte ich mal. So. Was ich selber denke und tue, traue ich auch den anderen zu. Du warst mit deinen Fingern schon dran. So. Hallo? Ach, das ist schön. Wie funktioniert das hier? Ist Zeig. Der Abendbrot. Käsefüße. Morgen früh zum Frühstück gibt es schon Abendbrot bei den Käselecken. Ja. Ecken. Käse-Ecken? Ja, ja. Da das wissen wir das wieder. Ihr seid nur neidisch auf mein Wasser. Voll. Ich muss sagen, den finde ich gut eigentlich. Ja. Ja. Aber ich glaube, das andere war besser, weil das halt nicht so. Ja, aber das andere hat so einen Hai kaputt gemacht. Ne? Der Hai, hast du gehört? Der Hai hat's. Ja, der Hai, ja. Kannst du halt nichts machen, ne? Stimmt's kann da nur den Kopf schütteln. Kannst du nicht erfinden. Aber die Enten machen sich wenigstens Sommer und putzen sich. Wenigstens sind die Enten zufrieden. Ja, wir auch.
Dass ihr einfach meine Sachen kaputt macht. Mir hängt hier was, ey. Was denn? Ein Haar? Ja, da ist nix. Das ist nichts, meine Platte. Ja, warte kurz, hier ein weißes Härchen. Hier, von Kira, das ist so ein weißes Hundehaar gewesen. Ja, siehst du, Kira, du bist immer bei Frauchen. Ja. So, aufpassen, Uwe, dass du nicht ins Wasser plumpst. Ja, das, ja, das, keine Kamera. Das ist wichtig jetzt. Sicher? Wollen wir das nicht mal austesten? Nein! Jetzt machst du gleich irgendwas kaputt. Ich finde es sehr gut. Ja, so. Was ist das hier? Das ist schon frech, muss ich sagen. Du machst meine Sachen kaputt. Kann ja nicht sein. Bis jetzt schwimmst du doch nach oben. Wir sind nicht mehr alleine, also waren wir heute in dem ganzen Video noch nicht, aber noch die gute Jana, das Kellertreppchen ist da. Hallo Jana, wir freuen uns, dass du da bist. Ja. Jana macht wir haben auch uns YouTube und ich werde ihren Kanal natürlich unten in der Infobox verlinken und den von der Susi natürlich auch. Wer möchte über den anderen stehen? Ich muss hier. Jana kann oben stehen. Ist die Jana, du bist deutlich kleiner. Du bist deutlich kleiner als die Susi, wenn du zwischen meinen Fingern bist. Susi ist deutlich größer. Also, ich weiß nicht, wie das Jana möglich ist angekommen und das erste, was wir natürlich gemacht haben, ich zeig's euch, wir haben ihre Pfandflaschen abgezogen. Ja, natürlich, muss ja so sein. Ne? Hast du das mitgekriegt gehabt eigentlich mit den Sprüchen dazu? Oh Mann, ist das traurig. Ey, wir müssen jetzt leise reden, aber Jana ist so unangenehm, wirklich. Das ist ihre Tüte. Oh, sag, film das mal, ihren Müll dort. Also eine Umweltverschmutzerin und hat sie richtig drapiert da über den Baum. Aha, so sieht das also aus. Sehr gut. Sehr gut. Aber wir haben aber Dingensens, wir hatten letztens wieder Glück, da haben wir Cent, also 1 und 2 Cent auf der Straße gefunden, wo wir langgelaufen sind, Anita und ich. Das Geld liegt auf der Straße. Haben wir das gefunden oder sehe ich das immer? Du hast es gefunden und mir in die Hand gegeben. Weil ich näher an der Straße bin als du, oder? Und deswegen sehe ich das. Ich glaube nicht. Ich glaube, du guckst nicht am Boden. Ich bin näher an der Straße, ich komme aus der Gruppe. Oh, lassen wir jetzt so stehen. War ein Spaß. Ich würde ja widersprechen, aber war ein Spaß. Ich stimme meinem Mann immer nur zu. Deswegen eine artige Frau macht es ja auch. Ne? Freunden zustimmen ist richtig und wichtig. Ne? Mein Mann hat immer recht. Nehmen Sie mal das Ding hier. Ja. Oh. Hallo. Ja, jetzt filmen Sie mich. Ich habe Ihnen noch gerade die Kamera gegeben. Ich bin nicht der Star des Videos. Doch. Ne, Jana ist der Star. Eigentlich ist Kira der heimliche Star. Hast du diese Sachen hier von Susi und Uwe schon gesehen? Hier mit den Teufelchen und Engelchen? Ü18-Content. Hier sind die sind aus Mallorca, die Handtücher. Wo sind die her? Aus Malle. Aha. Aha. Engelchen und Teufelchen haben sich besonders lieb. Ja. Aha. Wer ist denn von euch beiden das Engelchen und wer ist denn das Teufelchen? Ich bin das Engelchen, ist doch klar. Siehst du nicht meinen Heiligenschein? Nee, ich seh's. Dennoch, und nach Kopf. Jetzt guckst du dir Kiras Gesicht an, das ist auch fantastisch, diese Schnauze. Oh, wir freuen uns, ja. Ja, ich kann nur sagen, bisher haben wir hier sehr viel Freude. Jetzt kommt die Sonne einmal rumgefahren. Das heißt, die Susi sitzt gleich auf ihrer Bank in der Sonne. Die Sonne fährt, ja? Ja, die Sonne, die fährt auf der Umlaufbahn sozusagen. Ist das dumm genug oder ist das überdumm? Ist ganz klug. Ja, Jana, wie sehr gefällt dir dein Thermomix? Ah, der ist ganz toll. Diese Schleife. Thermomix. Du hast ja gesagt, der ist lebensverändernd. Ja. Das habe ich ein bisschen innerlich erst belächelt. Ja. Aber dann dachte ich, irgendwie hat sie recht. Ja, habe ich auch. Ich kann ganz wieder mitmachen, das ist super. Und ich habe vorher wirklich so gut wie gar nicht gekocht. Und jetzt kann ich gar nicht, habe ich dir ja geschrieben, so viel einkaufen oder so schnell einkaufen, wie ich da reinhauen will. Ja. Jana hat heute richtig leckeren Salat bei. Apfelmöhrchen-Rohkost kann man. Kannst du mir mal geben, kann ich in die Kamera halten, kann man nämlich auch mit einem Thermomix machen. Wir haben es mit der Reibe gemacht, aber es ist Thermomix-fähig. Ja, glaubt sogar die Kira an, guck mal, die hat uns schon gerochen. Ganz frisch heute genau, man kann das reiben, aber man kann sich die Arbeit auch sparen mit einem Thermomix. Ja, du hast Hunger, ja, hast diese guten Maus. Appetit denn auf hast jeden du Fall. Hunger, meine Osok und ich, wir haben auch leckeres Essen. Genau, Anita hat heute Morgen Kartoffeln mit Kräuterquark gemacht. Das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Der Kräuterquark selber. Und guck mal, die Kira, die... Kartoffeln zeige ich jetzt. Guck dir das an, wie die... Hallo, die, super Kira. Magst du Kartoffeln mit Quark? Quark. Ist der spannend. Hast du den Peeler dafür benutzt? Oder hast nee, das haben... Nee, ich habe die Schale dran. Hast du die Kartoffeln da schon rein? Nee, das ist nur der Quark jetzt erstmal. Achso.
Aber da sind Zwiebeln drin, ne? Ja. Ja. Darf die nicht. Also wenn nee, sie bei euch auch ist, nichts ist, ab. Ich gebe gar nichts ab. Was ist nein, also, ich wollte euch einfach der sagen, der Hunger, nein. Vielleicht ist bei uns nur Hunde Sachen. Genau. Hast du uns mitgegeben? Hunde, ja. Hund kriegt nur Hundefutter. Ja, kriegt nichts nicht, von mir dass man ab. Ich das teile nicht. Verleiht, das fühlt sogar so nee. Knoblauch und Zwiebeln. Ich teile nicht. Ich teile nicht mit Osnabrück und mit Hunden auch nicht. Nee. Deshalb, aber ich muss das ja sagen, ne, ganz besonderen Futterneid, ich teile nicht. Aber den Date zum Kira-Sitten? Ja, nächsten Monat. Aber bei mir aber auch keine Wange haben, die ist von Hause aus geizig. Ja. So, meine Damen und Herren, es wird Zeit für die epische Taucherglocke. Wir wollen euch natürlich noch zeigen, was hier drin ist. Ist das eine Seegurke? Ach ne, ist eine Eichel. So. Ich hoffe, ihr könnt jetzt, also, falls sich wieder die Zuschauer beschweren bei dieser Aufnahme, ihr müsst es lauter machen, damit ihr uns besser versteht. Das ist der Trick da dran. Ich muss sagen, das ist schon sehr, sehr cool hier. Also die Wasserqualität, kann ich sagen, ist wirklich extrem gut und es ist auch sehr schön warm. Also ihr merkt das ja, wir sind jetzt das dritte Mal drin und wir haben es jetzt kurz nach eins. Also ich glaube, so kurz nach eins, könnte auch schon zwei sein. Und ja, passt auch. Wenn man das erkennen kann, die Schiffe fahren hier lang und dann kommen immer mal größere Wellen hier. Das ist schon mega krass. Das ist das einzige Problem, was bis jetzt hier so aufgetaucht ist, dass diese Algenberge hier sind. Also da muss man ein bisschen drum herum schwimmen, aber ansonsten wirklich sehr, 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 sehr schön. Kann ich euch empfehlen, also falls ihr Lust habt, mal nach Grünau zu fahren und hier dann in dem See zu baden, ist wirklich eine Empfehlung wert, finden wir sehr cool. So, Schatz. Wir sind jetzt in vorangeschrittener Stunde hier. Ja. Wie schön finden Sie es denn eigentlich hier? Also ich finde den See sehr, sehr schön, aber filmst du nicht Jana, ne? Nein, ich filme den See. Ich filme den See. Ja, will nochmal drüber. Ach so, hoppala. Ach so, das habe ich nicht okay, so habe also, ich das nicht mitbekommen. Wir haben uns sehr, sehr gut unterhalten. Jana, es war schön, dass du dabei warst. Ich es war auch schön, dass ihr dabei wart. Und es war auch schön, dass Kira dabei war. Ja, und ich werde hier von der Wespe angegriffen. Das ist nicht gut. Außer also, ja. Wir hatten ein bisschen Kopfschmerzen. Wir haben die Taucherflossen ausprobiert. Ich glaube, das haben wir gar nicht gefilmt. Nee. Aber mit der Taucherglocke also war ich unterwegs. Das ging sehr gut. Also es war Schuhgröße 42 bis 43. Also für mich deutlich zu groß und für Osak ein bisschen zu klein. Aber man hatte übelst Speed. Also echt so. Man war sehr schnell damit unterwegs. Aber anstrengend. Man musste das Wasser selber verdrängen. Das ging übelst krass auf die Muskeln. Ja, es war sehr anstrengend. Ich vermisse meine Pinguine von gestern. Oh. Ja. Gestern war auch wärmer, das war's. Ja, du warst ja auch da in einem Erlebnisbad. Ja. War auch teurer gestern. Ja. Da lacht sogar die Susi drüber. Aber sehr, schon sehr, cool. Sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal das Ende für deine Nase. Ja, wir haben noch Gruppenfotos gemacht. Ach, genau. Vielleicht blende ich euch eins ein. Vielleicht habt ihr eins im Thumbnail gesehen. Nein, genau. Oder auf Instagram, da seid ihr schnell informiert. Ich darf nicht. Ich möchte gerne Tschüss sagen. Ach so, dann machen wir hier mal, Schluss. Ja, also wisst ihr Bescheid, ja? Hier stehen überall Mülleimer, man kann das ganz gut trennen. Unser Platz ist jetzt auch schon weg, aber es sind einfach zu viele Menschen hier. Ja. Die Tram fährt übrigens nicht regelmäßig alle 20 Minuten, also so oft ist die nicht vorbeigefahren hier. Abgesehen davon möchte ich noch anmerken, wir hatten ja jetzt hier Besuch noch von zwei Damen, die auch zwei Hunde dabei hatten. Die haben das aber auch nicht gecheckt, dass die Kira den Hund und die anderen Hunde angeknurrt und angebellt hat, haben die sich einfach dreist neben uns gesetzt. Ich denke ja. Mir halt wieder so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Merkt ihr denn nicht, dass unser Hund eure Hunde da nicht mag? Geht doch mal bitte 5 Meter weiter, was soll denn das? Ja, und dann sind aber deren Hunde viel unerzogener, ja.
die kam immer wieder auf unsere Decke rauf. Die kam immer wieder rübergerannt und dann ist der Große, der Kleine war angeleint und der Große ist immer drüber gestolpert. Irgendwie komplett rücksichtslos und dann ist der Kleine halb erwürgt gewesen. Und ganz, ganz komisch. Und dann hat die den noch mit den Fuß getreten. Das, ich wollte gerade sagen, also hab ihr könnt ich gesehen, ja, die Frau hat den mit dem Fuß getreten. Ja mal sagen, also wenn wir so eine große Decke da schon hinlegen, dann ist das ja schon mit Absicht so, damit sich keiner neben uns setzt. Ja? Die das nicht, die Leute? Also, nein, die wollen ja auch nur baden. Also das ist ja nicht unser Strand. Naja. Jedenfalls haben wir ja immer noch die Möglichkeit zu gehen. Und da vorne ist dann auch unser Parkplatz. Da parken wir. Jetzt musste Jana ja laufen. Ne? Wir hatten ja gesagt, wir haben uns den Weg gespart bis dort hinten hin. Aber die Tramhaltestelle ist direkt an der Bammelecke. Und da wir nicht weiterlaufen mussten, musste sie den Weg laufen. Aber sie hat das gern für uns gemacht, hat sie gesagt. Jana, ganz, ganz herzliche Grüße auch von hier, von mir nochmal. Genau. War sehr schön. Ja. Wir hatten einen richtig schönen Tag heute. Es ist jetzt 16 Uhr. Hattet ihr auch einen schönen Tag? Wunderbar, auf jeden Fall. Es ist immer eine Freude, den Tag mit euch zu verbringen. Das ist die Tram, die stört das Video, die ist so laut. Ja, dann? Ja, das heißt, dieses Video hier ist an dieser Stelle beendet. Ihr habt heute den langen See gesehen, fast an der Bammelecke. Nicht ganz an der Bammelecke, weil wir zu wenig gelaufen sind. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Ich freue mich aber auch darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, ciao!